Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nier Automata. Okay, mein Ton passt jetzt gerade gar nicht zu der Musik hier. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Der Große hier, der pennt ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Ich muss mich ja jetzt überhaupt nicht beeilen. Nein, wir müssen jetzt da nach oben und ihn bekämpfen. Ich hoffe, wir schaffen es auch wieder. Ich finde es ein bisschen schade, dass es schon wieder so ein Goliath ist. Gegen den haben wir ja schon mal gekämpft. Das ist ja der gleiche. Ich bin gespannt, was passiert. Be careful. The skies are packed with anti-air weapons. Make sure to approach at low altitude. Copy that. Okay, also nicht zu hoch fliegen. Können wir jetzt entscheiden, welchen wir... Ja gut, wir nehmen hier, ne? Wir nehmen den hier. Oh, ich bin super gespannt, was jetzt passiert. Es vibriert. So, und oh Wunder, jetzt wacht er bestimmt auf. Oh. Ah, ich kann schon fliegen. Oh, ich kann schon fliegen. Oh, das habe ich gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Oh, fuck, da ist ja noch einer. Ach, das waren zwei, okay. Okay, das waren zwei. Oh. Ah, das war, okay, das war ein Großangriff. Oh, fuck, wie soll ich denn ausweichen? So, ich greife dich einfach mal an, ne? Na, Power Ranger, das ist aber nicht nett. Okay. Okay, ich kann auch ausweichen, das darf ich nicht vergessen. RBT. Oh fuck. Oh, kaputt! Ah ne, der schläft jetzt auch, oder was? Ach komm. Ich glaube, die sind noch nicht tot. Target enemies offline. That should do it for the Goliaths. Look out! It's recharging! Oh, das kennen wir ja auch schon. Oh, what? Enemy vibrations are growing in intensity. It's resonating in tandem with the area beneath the combat zone. Ich glaube, der ist böse. Du sollst dich mal nicht so aufregen. Der ist weg. What the? Unbelievable. The aliens who haven't revealed themselves in hundreds of years were hiding underground? Ach was. Okay, die haben anscheinend die ganze Zeit unter uns gelebt. Deswegen war der auch so schnell weg. Der hat sich einfach... Ah, der hat sich vielleicht wieder eingegraben. Kann das sein? Es war aber ein schneller Kampf. Ach, guck mal, jetzt habe ich ein weißes Schiff. Weiße Maschine. This is your commander. For the first time in centuries, we've intercepted a signal belonging to the aliens. These are the creatures that are in direct command of the machine life forms on this planet. If we can destroy them, we can end this long and arduous war once and for all. Our intel team is hard at work attempting to analyze the source of the signal, but we're not there yet. We need more data. All Yorha units are hereby ordered to prioritize data collection above all else. We can't let this chance slip through our fingers. Glory to mankind. I used Command's data to determine the signal's source and marked it on the map. But it seems to be underground. Like, way underground. Guess we'll see once we get there. If we're lucky. You're not much for plans, are you, 2B?
Ja, hallo. Hier sind wir wieder. Wir haben gerade gekämpft gegen die Maschine, aber ich glaube, ihr war das absolut egal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir irgendwann in den Untergrund gehen, dass wir dort bestimmt auch Menschen treffen. Also, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, was heißt Menschen? Vielleicht noch andere Androiden, die da leben und die sich vielleicht mit den Maschinen zusammengetan haben? Ich weiß es nicht. Eventuell... Oh. Kann ich da jetzt vielleicht hoch? Da nach oben? Ich möchte ja immer noch da nach oben gelangen. Was ich aber immer noch nicht kann irgendwie. Ich weiß nicht warum. So, wir springen einfach mal. Oh Gott. Ja, hat ja super funktioniert. Ach komm. Ah doch, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Hier oben haben wir auch noch was. So, schon. Also, wenn Kampf ist, dann kann sie ins Menü gehen. Ja, nein, es ist da gerade einmal schön reingesprungen. So, was haben wir denn hier? Aktuelles Ziel. Okay, und was haben wir hier? Das wandernde Paar. Ah, gut. Das möchte ich nämlich zuerst machen. Oh, das sah jetzt gerade hier so verschwommen aus. Oh, nee, das möchte ich eigentlich nie machen. Oh, was ist das? Fragezeichen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ah, das ist wahrscheinlich die Markierung, die wir haben. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ja, wir machen erstmal dieses Paar hier, ne? Ah, kommen wir nicht drum. Ich habe ja gesagt, ich mache hier jede einzelne Aufgabe. Allerdings habe ich keine Lust, in die Fabrik zu gehen. Ah, vielleicht haben wir ja Glück und es ist da irgendwo am Anfang. Haha, wahrscheinlich nicht. Egal. Man darf auch manchmal Glück haben im Leben. Was ist denn hier oben? Kann ich da vielleicht hoch und dann... Wartet mal. Ich muss mal ganz kurz... Ah, ja, ja, ja. Ich kann da hoch, oder? Oh, warte mal. Komm. Du kommst überall hoch, aber da nicht, oder was? Tobi, bitte. Bitte. Blamier mich jetzt nicht. Als ob du nicht da hochkommst. Oh, da ist eine Kiste. Oh, sieht nach Kampf aus. Eine große Erweiterung erhalten. Was ist das denn hier? So versteckt. Ich kann da nicht hoch, ne. Das Spiel erlaubt es mir nicht. So. Ich möchte gerne da hoch. Boah, schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, das ist viel zu weit. Wie komme ich denn da hoch? Da hinten haben wir noch eine Kiste. Also hier oben stand ich noch nicht. Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Ich probiere es jetzt einfach mal, aber ich glaube, Leute. Ich muss rennen. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Nein, ich habe es geschafft. Dein Ernst? Was? Das ist Ninja? Das ist Ninja! Das ist Ninja! Guck mal, das ist Ninja! Hallo Ninja! Hält sich jetzt für besonders cool, oder? Aber guck mal, das ist Ninja. Warum ist er auf einmal so böse? Ich dachte, das wäre toll. Ich habe gedacht, jetzt kommt hier so eine schöne Geschichte und... Oh, bist du süß. Guck mal, wie süß du bist. Ey, greif ihn nicht an. Ich möchte ihn anschauen. Oh. Oh mein Gott. Ninja, du Ninja. Okay, ich glaube, das ist der Thumbnail. Du Ninja. So, ich muss dich jetzt leider töten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich glaube, mein Stab ist nicht so gut. Da ist sie ausgewichen. Und jetzt... Ey, ey. So. Ninja tot. Ninja. Ninja lieb? War aufs Ninja lieb? Leute, ich bin gerade etwas verwirrt. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Okay, damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Hallo Ninja. Ich nenne jetzt Ninja. Das ist für mich ein... Oh, der hat ja sogar so ein Hemd an.
Muss mir ihn angucken. Der guckt uns die ganze Zeit an, ne? Lässt uns nicht aus den Augen. Gut, sprechen wir mal mit ihm. Vater, was stand da? Vater, noch irgendwas. Verdammt, muss ich nochmal gucken. Hey, gar nicht so übel. Überhaupt nicht übel. Ich bin der Kriegsmönch, Vater Servo, und ich suche den Pfad der Erleuchtung durch Perfektion im Kampf. Vater Servo? Doch leider kann Vater Servo allein nur furchtbar wenig erreichen. Ich nenne dich jetzt Ninja Vater Servo. Du bist für mich ein Ninja. Wärst du vielleicht so gut, einem Gleichgesinnten auf seiner spirituellen Reise beizustehen? Ich bin mir nicht sicher, ob man eine Maschine beim Kampftraining unterstützen sollte. Was springt dabei heraus? Ninja Vater Servo wird dir all seine geheimen Kampfkünste vermitteln. Ich weiß nicht, Tobi. Das ist ziemlich suspekt. Was meinst du? Okay, der kommt mir echt komisch vor, aber ganz ehrlich, das wäre jetzt, glaube ich, blöd. Wir müssen ihm helfen. Ich will wissen, was passiert. Der Himmel strahlt heute auf Ninja Vater Servo herab. Nun, dann lass uns mit einer leichten Sparring-Runde beginnen. Oh. Okay, jetzt müssen wir nochmal mit ihm kämpfen. Ach, das ist jetzt hier das gleiche wie... Okay. Oh, guck mal, wie böse der auch guckt. Das ist eigentlich total süß gemacht. So, in dein Gesicht. Warte mal, ich muss dich jetzt zerstören. Oh, Bombe. Und Laser. Puss. Aber es ist ja unfair. Ein gegen... Er ist alleine und... Ui, ui. Es reicht. Servo. Servo-Vater. Ninja-Vater-Servo gibt auf. Ich glaube nicht, dass der Typ ganz so hart ist, wie er vorgibt. Naja, zumindest war das eine nette Übung. Nett? Ja nun, gut für dich. Also dann, als Bezahlung für diese Lektion musst du Vater Servo einen gebogenen Draht bringen. Was? Hör mal, vorher hast du aber nichts davon gesagt, dass... Wir haben trainiert, oder? Du hast viele Dinge gelernt, oder? Das kann ich wohl sicherlich als Vergütung erwarten. Dieser Typ ist echt unverschämt. Einen gebogenen Draht müsstest du von den dinosaurierartigen Maschinen in der Nähe besorgen können. Bring sie mir bitte vor unserer nächsten Einheit, wenn du so freundlich wärst. Target location data obtained. Marking on map. Okay, ich hab's doch, glaube ich, schon bekommen, oder? Wir speichern jetzt erstmal. Speichern. Okay, ist ein lustiger Vogel auf jeden Fall. Ist ein lustiger Vogel. Okay, haben wir doch nicht. Oh, jetzt ist das da, oder was? Ups, ups. Hier, das ist meine eigene Markierung. Haha. Da, ups. Weißer Gürtel. Puh, ja, dann machen wir das doch erstmal, ne? Ach Quatsch, das will ich doch... Ich wollte das hier markieren, weil da gehen wir später hin. Das Ding ist, ich muss mal gerade eben gucken, wie ich hier hochgekommen bin. Oh, klasse. Ach so, da. Mit dem Bus hoch. Okay, okay. Alles gut. Oh! Oh, was bist du denn? Du hast einen Schwanz. Warum hast du einen Schwanz? Was bist du? Ein Känguru oder was? Oh! Das hat weh, Känguru. Okay, was wird das jetzt, wenn es fertig wird? Machst du noch irgendwas? Oh, das ist aber nicht nett von dir, dass du sowas machst.
tot. Oh. Neue Stufe. So, hä? Hallo, wo bist du? Da. Autogegenstand erhalten. Ja, aber das wollte ich doch gar nicht. Ach nö, jetzt muss ich noch gegen... Okay, der ist rot. Warum ist er rot? Und... Oh, ich meine nicht. Ich glaube, wir müssen, wa? Du Böse, du Feind, du Freund, ne? Du bist ein Freund. Nein, du bist kein... Was zum Teufel? Was ist bei dir verkehrt? Was ist das denn für eine lustige Maschine? Haha. Du bist mir ein lustiger... Hallo, zieh doch mal bitte darauf. Oh, der ging jetzt aber schnell. Schneller als der andere auf jeden Fall. Da habe ich ein bisschen Angst gemacht am Anfang. Requested material obtained. Wunderbar. So, ich gehe jetzt nochmal nach oben. Ich glaube, danach müssen wir wahrscheinlich nochmal was suchen, aber das mache ich dann nicht. So. Da hoch. Ach komm. Madame möchte so gehen. Dann machen wir das doch so. Ich glaube, nein, es ist runtergefallen. So. Oh. Das war knapp. So. Hallo, Ninja. Wir haben was für dich. Hast du den benötigten Gegenstand mitgebracht? Ja. Ah, ausgezeichnet. Jetzt können wir mit einer neuen Trainingseinheit beginnen. Ninja Vater Servo nimmt deine Herausforderung an, wann immer du bereit bist. Gegen eine neue Gebühr natürlich. Natürlich. Aufgabenbelohnung, kleine Erholung, Waffenangriff, Chip, kleines Zahnrad, Nahangriff plus 3000 Gold, 600 Erfahrung. Wie viel Belohnung willst du haben? 3000 wahrscheinlich jetzt, ne? Bitte komm später wieder. Ah, okay, gut. Achso, dann war's das jetzt. Ja, perfekt. Hätte gedacht, wir müssen jetzt noch ein bisschen was mit ihm machen, aber nein, anscheinend nicht. Warum rennen die Elche so hin und her? Sonst sind doch immer so friedlich. Ich glaube, die haben immer noch Angst. 2B, we picked up the signal under the caved-in area. Let's go check it out. Ja, gleich. Erstmal, oh, ich will aber jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich will aber nicht. Oh, ich glaube, ich lasse die Nebenquest, oder? Ich glaube, ich lasse die Nebenquest erstmal. Nein, ich mache die jetzt. Ich mache die jetzt. Komm, wir fangen jetzt damit an. Machen wir auch richtig zu Ende. So. Eisenerz. Ach, jetzt gehe ich hier wahrscheinlich wieder so einen behinderten Weg, wo ich nicht entlang komme. Doch komme ich. Ja. Muss da hinein. Und das mache ich nochmal wie? Ich weiß es gerade nicht. Kann man hier eigentlich auch E-Mails ablesen? Ja. Dein neuer Auftrag lautet, abtrünnige Jura-Mitglieder zu fangen. Diese Mitglieder haben sich nicht nur unerlaubt von der Truppe entfernt, oha, sondern sich auch an gesetzwidrigen Tätigkeiten beteiligt, einschließlich Diebstahl von Widerstandsressourcen. Sie müssen schnellstmöglich inhaftiert werden. Achtung, dies ist ein direkter Befehl der Kommandantin. Die Weiterleitung dieser Nachricht ist untersagt. Oh, fuck. Okay, also entweder helfen wir den beiden oder wir verraten die. Wir helfen denen natürlich. Achtung an alle Androiden. In den letzten Jahren haben wir... Entschuldigung. In den letzten Jahren haben wir immer wieder Berichte erhalten, laut denen unter den Maschinenwesen viele seltsame Einheiten gesichtet wurden. Des Weiteren haben wir beunruhigende Berichte gehört, dass sich die Feinde den Androiden unter einem sogenannten Banner des Friedens nähern. Lasst euch nicht täuschen. Die Mission aller Androiden lautet, den Feind zu zerstören. Ehre der Menschheit.
Gefällt mir jetzt nicht so. Operator 60 to 2B. Be aware that the following transmission is classified privilege level 5. A group of Yorha fighters deployed to the city ruins have deserted. We need you to take care of them immediately. But don't get yourself hurt, alright? Oh, nee. Yorha members deserting? And attacking the resistance, no less? Rapunzel, rogue Yorha units should be captured and detained in order to keep collateral damage at a minimum. Detained? Easy for you to say. Boah, okay, uns erwarten auf jeden Fall einige Aufgaben. Einige? Habe ich gesagt einige? Das ist unser aktuelles Ziel, aber wir haben ungefähr gefühlt 10.000. Oh ja, ja, ja. Jetzt sind hier überall Verräter. Das ist meine eigene Markierung, die möchte ich gerne noch wahrnehmen. Ah. Ja, ich muss ja da irgendwie lang. Wie komme ich denn da nochmal lang? Da ist so eine Lücke. Da ist so eine Lücke. Warum kann ich denn nicht durch die Lücke? Scheiße, ich weiß es nicht mehr, wie ich da lang komme. Oh, ich möchte nicht mit den Kämpfen. Mann. So, wie komme ich jetzt hier rein? Guck mal, da ist eine Lücke. Du kannst da rüberspringen. Nee, möchte sie nicht. Madame möchte nicht. Oh, Leute, ich weiß nicht mehr, wie ich da reinkomme. Ach, shit, ich muss die... Ja. Ich glaube, ich muss die Brücke nehmen. Bin mir zwar nicht so sicher, aber ich glaube schon. Kann ich da hoch? Da oben ist noch was. Moment. Boah, ich sehe hier immer Sachen und möchte die dann machen, ne? Oh! Unnötig. Okay. Was ist hier? Oh Gott, was ist denn? Wir nehmen noch eine Aufgabe an. Warum nicht? Warum versteckt er sich überhaupt? Hey, du gehörst zu Yorha, richtig? Hm. Das kommt jetzt ein bisschen aus heiterem Himmel. Ich weiß, aber könntest du mir helfen? Es gibt also eine Art Notfall. Offenbar haben einige Maschinenwesen mehrere Plug-in-Chips mit Geheimdaten gestohlen. Wenn die rausbekommen, was sie da haben, bedeutet das großer Ärger für uns. Du musst mir helfen, sie zurückzuholen. Helfen. Danke, ich muss insgesamt 3 Plug-in-Chips finden. Ich werde dir die Signalcodes schicken, damit du sie ausspüren kannst. Wir sind alle unten in der Stadt. Das Ganze sollte also nicht allzu lange dauern. Ja, noch mehr Aufgaben. Alert. Signal code detected for missing plug-in chip. Marking approximate location on map. Noch mehr Markierungen. Schön. Gefällt mir gut. Da sind die Informationen. Yorha-Verräter. Kümmern wir uns erstmal um die Verräter. Bin mal gespannt, ob die uns jetzt angreifen. Wäre natürlich nicht so nett. Aber das kann ich nicht speichern. Warum auch? Okay, ich höre was. Ja. Was mit den Verrätern ist, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüsschen.